Die Angst vor einer globalen Bankenkrise, einer nächsten Finanzkrise ist aktuell extrem groß. In diesem Video werde ich dir ganz genau erklären, warum ich keinen Cent in Bankaktien investiert habe und auch nicht in Zukunft vorhabe. Und ich werde dir ganz genau erklären, auf was du jetzt bei Aktien besonders aufpassen musst, sodass sie eben nicht finanziell von diesem eventuellen Dominoeffekt getroffen werden. Jetzt sind natürlich einige Banken unter Druck und jeder, der so ein bisschen sich mit der Börse auskennt, der guckt natürlich immer auf die Aktien, die auch fallen. Und da kommt natürlich die Frage auf, macht es jetzt vielleicht Sinn, Bankaktien zu kaufen, günstig einzusteigen, und ich werde mir auf keinen Fall Aktien ins Depot reinlegen. Und ich habe jetzt mal ein paar Punkte auch vorbereitet, um dir einfach aufzuzeigen, wie da meine Meinung ist bezüglich Banken, weil ich möchte jetzt nicht einfach nur pauschal sagen, hey, Banken sind schlecht, investier da nicht. Dir ist überlassen, ob du in Banken investierst oder nicht, vor allem in welche Banken du investierst. Aber der erste Grund oder die erste Prägung, die ich eben hatte, das ist die Finanzkrise 2008. Und die Finanzkrise 2008, die habe ich tatsächlich am eigenen Leibe erlebt, beziehungsweise ich war damals natürlich noch relativ jung, aber mein Vater hat bei einer isländischen Bank, bei der Kaupthing Bank damals gearbeitet, und das war, ich sag mal, eine relativ wilde Zeit vor der Finanzkrise. Da waren auch noch viele Sachen noch nicht so reguliert wie heute, und ja, sein Job war es quasi für die Bank Geld zu verdienen, zu traden, und am Ende des Tages konnte man dann auch, ja, ich sag mal, ein bisschen was von der Bank mitbekommen. Das heißt, man hat Urlaube mit der Bank gemacht, man konnte vorbeigehen. Das alles war sehr, sehr, ja, eine spannende Zeit. Und dann kam halt die Bankenkrise, die Finanzkrise, und das hat natürlich mein Vater extrem getroffen. Er hat seinen Job sehr schnell verloren in der Bankenkrise, und da war es natürlich auch nicht einfach, ja, einfach zu einer anderen Bank zu gehen, weil das war ein riesiger Bankenkollaps. Und das hat mich eben auch auf dieses Thema Banken aufmerksam gemacht, und ich habe mich auch intensiv mit Banken beschäftigt und habe auch einfach Insights bzw. Sachen gesehen, die intern abgehen, ja, bei großen Banken, die meiner Meinung nach einfach fragwürdig sind, weil sonst, ne, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann wäre die Finanzkrise gar nicht zustande gekommen, dann gäbe es nicht solche Probleme, die wir jetzt auch haben. Und da kommen wir jetzt aber gleich nochmal zu. Das hat mir so ein bisschen diesen Impuls gegeben, es ist jetzt nicht das Geschäftsmodell, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt Geld reinstecken. Das ist auch schon der zweite Grund, ja, warum ich nicht in Bankaktien investiere, und das ist eben dieses komplexe Geschäftsmodell. Die meisten Menschen kennen sich einfach mit Banken zu wenig aus, und ich sage mal, diese richtige oder dieses tiefgehende richtige Verständnis, wie die Bank dann jeweils funktioniert, wie das Ganze finanziell verstrickt ist, das verstehen viele nicht, und ich habe mich persönlich dafür entschieden, aufgrund dieser fehlenden Transparenz an manchen Punkten, aufgrund verschiedenen Sachen, die ich persönlich auch einfach nicht verstehe bei vielen Banken. Ich sag mal, ein ähnliches Unternehmen, was jetzt keine Bank war, aber auch im Zahlungsbereich unterwegs war, war Wirecard. Und ich bin mir sicher, die meisten Leute, die da ihr Geld investiert haben und auch verloren haben, die haben gar nicht richtig verstanden, was sie da eigentlich machen. Also was Wirecard wirklich hinter den Kulissen macht und generell macht. Und bei vielen Banken ist das eben auch so. Und deswegen, wie gesagt, ich habe die Regel, das sagt Warren Buffett ja selbst auch schon, wenn man etwas selbst nach einer gründlichen Recherche nicht zu 100% versteht und wirklich sagen kann, ich blicke da jetzt durch, ich würde auch eine Bank im realen Leben, wenn ich es finanziell könnte, übernehmen, dann lass die Finger davon. Das ist auch eine Regel, die du mitnehmen kannst, generell bei deinen Aktienentscheidungen. Wenn du merkst, da ist etwas, was du nach langer Recherche immer noch nicht 100% greifen kannst, wo du immer noch denkst, da habe ich ein schlechtes Gefühl bei, rational blicke ich da nicht durch, dann mach es einfach nicht. Dann such dir irgendwie Alternativen. Und der dritte Punkt ist das Thema Vertrauen. Das Thema alles, was rund um Finanzen ist, gerade eine Bank, ich meine, wir haben alle Geld auf Banken liegen, da ist das Thema Vertrauen natürlich, ich würde sagen, der wichtigste Punkt. Weil wenn du heute eine Nachricht bekommst, dass in deiner Bank etwas schief läuft, dann ist das Erste, was du tust, du gehst zur Bank und kümmerst dich darum, dass dein Geld auf eine andere Bank geht. Das heißt, du lagerst ja nur Geld bei dieser Bank, vielleicht sogar hohe Summen, weil du sagst, dieses Geld ist da mehr oder weniger sicher und ich mache mir da keine Sorgen. Und das ist eben das Grundproblem. Sobald in diesem Sektor irgendwas passiert, so wie jetzt, meine Oma hat mich heute angerufen, gefragt, hey, wie siehst du das, wie läuft's, soll ich Geld von der Bank abheben, weil die Nachrichten natürlich auch so ein bisschen Panik schüren. Dann hat meine Mutter mich angerufen, gesagt, hey, was soll ich machen, soll ich mein Geld von der Bank abheben? Und diese Vertrauensbrüche, die jetzt auch wieder kommen werden, das sorgt eigentlich erst dazu, dass dieser Dominoeffekt auch ins Rollen kommt, weil, und da kommen wir gleich nochmal zu, am Ende des Tages, wir alle jetzt zur Bank rennen und unser Geld abheben wollen, dann wird die Bank das nicht machen können. Da komme ich gleich aber auch nochmal zu. Und das führt halt eben zu diesem Ketteneffekt, dass man am Ende des Tages sehr schnell, wenn da Vertrauen verloren geht in dieser Branche, das ist in der Vergangenheit schon immer mal wieder passiert, dass es da wirklich zu Worst-Case-Szenarien kommen kann. Wir sehen schon die ersten Banken, die Insolvenz anmelden. Grundsätzlich kommen wir aber auch gleich nochmal zu den Fragen, was sollte man jetzt handeln? Sollte man jetzt irgendwie wirklich Geld von der Bank abholen? Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Bevor wir darauf eingehen, kommen wir da zum nächsten Punkt. Und das ist eben, dass das Bankensystem an sich meiner Meinung nach fragwürdig ist oder kritisch zu hinterfragen ist.
Ich sage aber auch ganz klar, ich habe für unser Geldsystem, generell für das Bankensystem, habe ich keine Alternative. Also ich will mich jetzt nicht hier als Besserwisser darstellen und sagen, ja, macht's doch so oder so, dann wird das besser funktionieren, sondern ich möchte einfach nur rein objektiv auf das Bankensystem, was wir haben, mal schauen. Und da sieht die Wahrheit halt eben so aus, dass das Geld, was du jetzt auf der Bank hast, ja, nehmen wir mal an, du hast 50.000 Euro auf deinem Sparkonto, dann denken ja viele, viele Menschen, das sind meine 50.000 Euro, das ist mein Geld, was da liegt. Was natürlich auch nicht komplett falsch ist, aber rein rechtlich gesehen ist das nicht dein Geld, sondern sobald du Geld der Bank gibst, du gibst es ja der Bank, ja, das heißt, das ist ein anderes Unternehmen, was jetzt dein Geld hält. Ist es eben so, dass rein rechtlich in dem Moment, wo das Geld auf diesem Konto liegt, bei deiner Bank, der Bank gehört. Ja, das heißt, das ist in dem Moment, wo es da liegt, nicht dein Geld, rein rechtlich gesehen. Die Bank schuldet dir nur dieses Geld. Das heißt, im Umkehrschluss ist es schon dein Geld, weil du hast natürlich, ich sag mal, die Bank, die dir dieses Geld schuldet und auch auszahlt, wenn du es abheben möchtest. Also das muss man erstmal verstehen. Dann muss man eben auch verstehen, und das hast du vielleicht selbst schon mal mitbekommen, wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst, du möchtest ein paar tausend Euro abheben, dann geht das vielleicht noch. Dann musst du vielleicht auch erklären, warum du das Geld brauchst, warum du dein Geld brauchst oder das Geld der Bank brauchst. Ja. Und wenn du aber jetzt mal größere Summen abheben willst, dann kannst du nicht einfach mal jetzt zum Bankautomat gehen und sagen, ich nehme jetzt mal 20.000 Euro von meiner Karte. Funktioniert in den meisten Fällen nicht. Die meisten Karten sind eben eingeschränkt. Und das ist nicht zu deiner Sicherheit, dass du nicht nachts, ich sag mal, dein Geld abhebst und dein Geld irgendwie verschwendest, sondern das ist zur Sicherheit der Bank. Weil wenn es eben dazu kommen würde, dass zu viele Leute ihr Geld abheben wollen, durch Panik, durch generell einfach mehr Bedarf, dann würden die Banken teilweise auch zusammenbrechen, weil sie können nicht allen Menschen auf einmal das Geld zurückgeben. Warum? Weil sie das Geld, also die meisten Einlagen, die sie eben von Menschen wie dir und mir bekommen, weil sie dieses Geld wiederum verleihen. Und dieses Geld wird nicht 1:1 verliehen, sondern oftmals ist es so, dass für 1.000 Euro, na, gerne mal 5.000 oder 10.000 Euro verliehen werden. Und das funktioniert natürlich nur so lange, bis auch jeder brav seine Sachen zurückzahlt, bis natürlich Leute auch nicht zu schnell in zu großen Summen an ihr Geld kommen wollen. Und deswegen ist es ja auch oft so, wenn irgendwie diverse Paniken ausbrechen oder wir hatten das Ganze auch teilweise in Griechenland, dann werden Sachen eingeschränkt. Oder auch jetzt Russland, Ukraine, dann können Leute tatsächlich am Tag nur noch 50 oder 80 Euro abheben. Warum? Zu unserer Sicherheit? Nein, zur Sicherheit der Bank. Und das, wie du jetzt eben schon, wir kratzen ja ganz an der Oberfläche, wie du jetzt eben schon raushören kannst, ist dieses Bankensystem halt ein System, was so ist, wie es ist. Man kann selbst das gut finden, schlecht finden. Ich schaue es mir halt objektiv an und sage halt, hey, ich möchte bei normalen Banken einfach nicht investiert sein. Weil am Ende des Tages ist es ein relativ sensibles Geschäftsmodell und ich schließe für mich einfach dieses Risiko aus meinem Portfolio aus, weil ich dieses System an sich etwas fragwürdig sehe. Kannst du mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze siehst. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich in Aktien investiere, weil ich investiere ja mein Geld, ja, was ich erarbeite, wofür ich hart arbeite, investiere ich ja im Aktienmarkt. Und ich stelle mir immer folgende Frage: Wenn ich eine Aktie kaufen möchte, wenn ich in irgendeine Branche investieren möchte, gibt es bessere Alternativen? Also ist es jetzt die beste Alternative, in Banken reinzugehen? Oder sage ich, es gibt so viel bessere Branchen, sichere Geschäftsmodelle und deswegen alleine schon sage, nö, also ich brauche gar keine Banken im Portfolio, weil bevor ich in eine Bank investiere, hole ich mir Alternativen. Zum Beispiel das Thema Versicherungen finde ich spannender. Das Thema Holdings, ja, wo du vielleicht indirekt an ein paar Banken beteiligt bist, aber insgesamt im Portfolio das nicht so hoch gewichtet ist. Oder dass man generell auf Payment geht, also Sachen, die zwischen den Banken sind, wie PayPal, Mastercard, Visa. Das sind alles Unternehmen, die meiner Meinung nach viel, viel sicherer sind, in Anführungszeichen, als jetzt diverse Banken. Und das ist halt, wie gesagt, die Frage, die ich mir da immer stelle. Und jetzt ist natürlich auch die Frage im Raum, und das ist halt der nächste Punkt, sollte man jetzt gar keine Bankaktien kaufen? Also dieses Video soll jetzt gar nicht dir jetzt einfach die Information geben, okay, kaufe keine Bankaktien, der Maxim hat gesagt, das ist schlecht, das System, und das nimmst du jetzt raus und kaufst in die Bankaktien. Es kann sinnvoll sein, weil auch Banken haben verschiedene Geschäftsmodelle. Es gibt Investmentbanken, es gibt Banken, die auf Kredite ausgelegt sind, also die ihr Geld mit den Krediten verdienen. Und da kannst du dir natürlich auch vielleicht etwas stabilere Banken mal anschauen. Und um rauszufinden, was stabilere Banken sind, kannst du zum Beispiel einfach mal in die Finanzkrise 2008 zurückgehen, dich sowieso mal damit beschäftigen, aber auch eben mal schauen, welche Banken sind denn in der Finanzkrise damals relativ gut durchgekommen und welche haben sich auch super gut erholt, welche haben vielleicht auch das stabilste Geschäftsmodell. Und es kann sinnvoll auch sein, dass du dir Banken mal anschaust, wenn du sagst, das ist etwas für dich. Also ich möchte dir nicht einfach sagen, hey, mach das jetzt einfach nicht. Aber für mich und aufgrund dieser genannten Punkte ist es einfach nichts. Und auch wenn man da jetzt vielleicht schnell mal irgendwie was machen könnte, ja, viele Leute kommen jetzt auf die Idee,
ja, die eingebrochenen Bankaktien mal zu kaufen, zu shorten. Ich mache das nicht. Ich setze in meinem Portfolio auf Qualität, achte auf Qualität in deinem Portfolio. Was ist jetzt Qualität? Da könnte ich jetzt ein ganzes Video draus zu machen, was eine qualitative Investition am Aktienmarkt ist. Was ich aber am allerwichtigsten in der aktuellen Zeit vor allem auch finde, weil wir haben nun mal eine wirtschaftlich schwierige Situation. Wir haben Dominoeffekte, die seit 2020 auch so ein bisschen, also das baut irgendwie aufeinander auf. Und da würde ich auf eine Sache achten, dass die Unternehmen genug Rücklagen haben. Dass die Unternehmen möglichst schuldenfrei sind. Wenn sie Schulden haben, dass sie nicht überschuldet sind. Weil das ist der Faktor. Das musst du dir immer klar machen. Geld ist der Sauerstoff für Unternehmen. Also frag dich mal selbst, wie lange du ohne Sauerstoff auskommst. Kannst ja gerne mal die Luft anhalten. Dann wirst du nach 1-2 Minuten, vielleicht 3, wenn du gut bist, wieder atmen müssen. Und genauso ist es bei Unternehmen. Wenn Unternehmen, die hinter deinen Aktien stehen, wenn die am Ende des Tages Geldprobleme haben werden, durch solche Sachen, die jetzt passieren, dann war's das. Und wenn ein Unternehmen Insolvenz geht, dann bist du als Aktionär verloren und du verlierst dein ganzes Geld. Das heißt, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass ein Unternehmen stabil ist und auch mal so eine Zeit durchstehen kann, vielleicht sogar noch weiter investieren kann. Und darauf achte ich jetzt und ich sehe es gar keinen Grund für mich, dass ich mir jetzt irgendwelches Risiko ins Portfolio reinhole und am Ende des Tages irgendwelche Aktien habe, die auf Null gehen. Weil ich habe bisher, ich investiere jetzt seitdem ich, ist gar nicht, wie alt ich da war, 2014, das heißt seit 8 Jahren, ja, und ich habe noch keine Aktie, die meinem Portfolio auf Null gegangen ist. Weil ich eben so stark auf die Qualität achte, heißt das jetzt, dass mir das niemals passieren kann? Nein, aber wenn du eben schon darauf achtest, dann machst du wenigstens deine Hausaufgaben am Ende des Tages und analysierst die Aktien, siehst, ob was Sinn macht oder nicht. Wenn du auch mal einen roten Faden dazu haben möchtest, ja, wie man Aktien analysiert, Schritt für Schritt nach Plan, dann kannst du dich auch gerne melden für ein kostenloses Strategiegespräch. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, dein Maxim Rode.